Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier in Planet Zoo. In dem heutigen Video möchte ich mir mit euch wieder einige Mods anschauen, die neue Tiere in das Spiel bringen. Und wir fangen direkt mit einem Tier an, welches den Otter ersetzt. Und der Otter wird mit einem Otter ersetzt, nämlich mit einer anderen Otterart. Hier haben wir ihn schon schön am Planschen. Wundervoll. Nämlich ist das der nordamerikanische Flussotter, wenn mich nicht alles täuscht. Wird, glaube ich, auch Fischotter genannt. Und das, was sich hauptsächlich ändert bei diesem, ist tatsächlich das Gesicht. Viele von euch mochten ja das Gesicht von dem Otter, der ins Spiel gekommen ist. Dieser Riesenotter mochten die nicht, weil der so, ja, ein bisschen frech aussieht, finde ich. Ich kann euch gleich auch mal den Unterschied noch zeigen. Und ja, deswegen, das ist so der Hauptunterschied. Das Gesicht wurde so ein bisschen angepasst und geändert. Können wir uns gleich an Land auch nochmal ein bisschen genauer angucken. Aber es ist echt schön, wie der hier gerade planscht. Wie schön das hier funktioniert in dem Gehege. Wow. Hier seht ihr den jetzt mal an Land. Also ich glaube, es hat sich halt wirklich nur das Gesicht geändert. Im Original Riesenotter. Weil der Körper sieht noch relativ identisch aus und auch die Größe. Ich kann mal eben ein Vergleichsfoto für euch einblenden zum Originaltier. Kommt sehr nah dran. Ich glaube halt nur, dass der etwas zu groß ist. Weil ja der Riesenotter halt ein bisschen größer ist als ein normaler Otter. Und die Größe wurde halt nicht angepasst. Aber ist ganz cool für die Leute, die das Gesicht vorher nicht mögen oder mochten. Es ist ganz nice, jetzt ein anderes Gesicht zu haben. Das sieht auch nicht schlecht aus, das Gesicht. Da ist auf jeden Fall jetzt dieser Gesichtszug weg, der den so frech macht. Ich würde euch gerne mal den Unterschied zeigen. Ich weiß nicht, ob ich hier das Weibchen auf die Schnelle finde. Das hier vorne ist das Weibchen. Dann könnt ihr mal den Vergleich sehen. Wird halt nur das Männchen angepasst. Somit kann man die halt auch wieder so ein bisschen mischen. Ich glaube, man sieht das ganz gut, ne? Also das Gesicht hat sich schon ordentlich geändert. Das hier ist halt das Originalgesicht von dem Riesenotter. Das mögen halt viele nicht. Und deshalb ist wahrscheinlich auch diese Mod entstanden. Ich kann euch gleich mal als Vergleich hier das Gesicht jetzt nochmal zeigen. Also es sieht halt wirklich ganz anders aus. Aber ansonsten hat sich, glaube ich, echt nichts geändert. So von der Form und vom Körper. Ist halt cool für die Leute, die dieses Standardgesicht nicht mögen. Ich hätte mir halt noch gewünscht, dass er ein bisschen kleiner werden würde. Das wäre cool gewesen. Dann hätten wir nämlich wirklich eine andere Otterart. So ist es halt eigentlich nur der Riesenotter mit einem anderen Gesicht, was ein bisschen schade ist. Aber schlecht ist es nicht, ne? Weil der Otter ist ja wirklich ein tolles Zootier. Mein zweitliebstes Zootier nach dem Erdmännchen. Als nächste Mod haben wir ein Tier, was für das Lama ins Spiel kommt. Nämlich das Alpaka. Sieht ganz cool aus. Das Alpaka ist ja sowieso dem Lama sehr ähnlich. Pausieren wir ganz kurz. Können wir uns das gleich mal im Vergleich anschauen zu einem Originalfoto. Kommt auf jeden Fall sehr nah dran. Die Farbvariationen sind natürlich hier auch genauso wie bei den Lamas. Also ihr seht dann hier auch teilweise welche mit komplett anderem Fell. Was ja echt cool ist. Aber ich mag die Körperform. Das Einzige, was ein bisschen weird ist, ist hier... Das rechte Bein ist irgendwie komisch. Ist das bei allen so? Mir vorhin gar nicht aufgefallen, als ich das einmal kurz getestet habe. Schaut mal hier, das ist echt noch verbuggt, das rechte Bein. Das ist nicht nur bei dem hier, einen, das ist auch bei diesem hier. Das ist natürlich ein bisschen schade, ne? Ich hoffe, das wird noch gefixt. Weil an sich ist das keine schlechte Mod. Der Kopf aus. Kommt schon sehr nah an das Original ran, muss ich sagen. Die Öhrchen könnten vielleicht noch ein bisschen schicker sein. Aber an sich keine schlechte Idee, das Alpaka ins Spiel zu bringen. Ist halt nur ein bisschen schade, dass es halt dieses verwackte Bein hat. Und das nächste Tier, was wir uns heute anschauen werden, ist der nordamerikanische Esel. Oder im Englischen der Miniatur-Donkey. Der Name ist auch Programm. Der ist sehr, sehr klein und dick. Aber sehr niedlich, wie ich finde.
Bei dem ist es sogar besonders, dass die Größe angepasst wurde. Er kommt nämlich für das Zebra ins Spiel, ist aber wesentlich kleiner als das Zebra. Ich kann gleich als Vergleich auch nochmal ein Zebra freilassen und dann gucken wir uns das mal an im Größenvergleich. Aber erstmal machen wir jetzt natürlich noch ein Vergleichsfoto eben. Jetzt kann man das ganz gut erkennen, glaube ich, im Vergleich. Kommt sehr nah ans Original ran. Sogar der schwarze Streifen hier wurde eingefügt, weil den haben die auch wirklich. Wurde wahrscheinlich so gezüchtet oder sowas. Finde ich schon sehr schick. Sieht wirklich toll aus, die Mod. Das Fell sieht cool aus. Die Auflösung sieht cool aus. Das Model sieht cool aus. Und ein besonderes Highlight für mich ist auf jeden Fall, dass die Größe angepasst wurde. Das ist echt toll. Oh Leute, schaut mal, wie schön das ist. Die ganze Eselfamilie am Futtern. Oh, ist das ein tolles Bild. Die Mod sieht doch echt hübsch aus. Da haben wir das Zebra. Ich glaube, man sieht das schon echt gut, ne? Das ist viel, viel größer. Könnt ihr ja mal kurz verlegen. Hier so vorne hin. Und dann sieht man gleich den Größenvergleich. Ich finde das richtig cool, dass es angepasst wurde. So, jetzt haben wir zwar noch ein bisschen Konfetti. Aber ihr seht das, ne? Also das ist schon wirklich ein enormer Unterschied. Das Zebra ist halt gigantisch. Wäre halt cool, wäre das beim Otto auch passiert, also dass die Größe angepasst werden würde. Ist halt immer ein bisschen komplizierter, weil man da in eine andere Datei rein muss, um sowas anzupassen. Aber meiner Meinung nach eine super gelungene Mod, diese Esel-Mod. Finde ich echt hübsch. Und zu guter Letzt kommen wir heute zu einem Bauernhoftier, nämlich einem Huhn. Hatten wir so auch noch nicht in Planet Zoo. Kommt für den V ins Spiel, deswegen passen die Geräusche und die Bewegung natürlich sehr gut. Das ist der rote Rodeländer. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. So heißt die Rasse. Für mich so dieses standardbraune Huhn, glaube ich. Bin mir da aber auch nicht sicher. Es kann natürlich auch nochmal ein anderes sein. Sieht aber auf den ersten Blick sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Wahrscheinlich auch auf den zweiten Blick. Wir werden das ja gleich auch nochmal vergleichen, natürlich. Ich würde das gerne mal hier vorne sehen. Wir machen das mal hier in das Stroh rein. Dann sieht es auch so aus, als wurden hier Eier gelegt. Sind natürlich ein bisschen groß, die Eier, aber ich glaube, das macht schon einiges her. Oh ja, das sieht echt cool aus. Mega. Die Bewegungen sehen auch richtig gut aus. Und mir gefällt auch das Model. Ich kann jetzt ja mal eben ein Vergleichsbild einblenden für euch. Kommt definitiv sehr nah an das Original ran. Eine klasse Mod. Oh. Hat er hier fast Eier gelegt. Ohne Eier. Oh, guck mal, wie er pickt. Oder sie pickt, eher gesagt. Und mit diesem wunderschönen Bild will ich mich auch für heute von euch verabschieden. Schreibt mal in die Kommentare, welche von diesen vier Mods, die ich euch vorgestellt habe, euch am besten gefällt. Alle Mods sind natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr da gerne runterladen und selbst ausprobieren. Falls euch das Video gefallen haben sollte, würde ich mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.